Hier. Ungeschickt von Finnen. Warum geht er da überhaupt hin? Pulisic chippt ihn da nach draußen, der wäre weg gewesen, der Ball. Den hätte er, glaube ich, nicht mehr gekriegt. So, jetzt erinnern wir mal dran. 18 Elfer haben die Frankfurter inklusive Elfmeterschießen in dieser DFB-Pokalsaison ertragen müssen. Nur 10 waren drin. Radetzky hat 5 gehalten. Also das ist jetzt keine leichte Sache für Aubameyang. 2015 hat er gegen Frankfurt verschossen. Da muss er jetzt erstmal durch. Pierre-Emerick Aubameyang. Er kommt durch. Und er bringt auf von der Leute Führung. Ja, da ist das Ding. Und ich würde mal die Frage stellen, ob seit Zinedine Zidane jemand komplett selber hier geschossen hat. Hier, das ist kein Zweifel. Und Achtung, Aubameyang, das ist ja der Wahnsinn. In so einer Drucksituation, ihn so reinzuchippen. Wenn der Radetzky da stehen bleibt, dann ist Aubameyang hier der Oberste. Ja, das aber wenn man noch mal wäre, wäre es ein Opfer. Wirklich streng unterwegs. Jetzt aber Mitte Nummer 17. Pierre-Emerick. Boah, sehen Sie mal den an die Hand. Das ist so ein Jack-Pepsi-Mist. Jack-Pepsi-Mist, sorry. Einer geht noch. Einer geht noch. Meine Borussia ist wieder vor. Dann haben sie jetzt ihre Lehren gezogen. Ziehen sie es jetzt durch. Versuchen.